Ja, nach der Vorrede, Daniel, muss ich ganz kurz meinen Plan ändern. Ich muss vielleicht mal ganz kurz erzählen, aus welcher Welt wir kamen. Herr Münster, Sie kennen das noch wahrscheinlich allzu gut. Ich sage mal so, bis 2011, bis 2012 hat die Feuerwehr eigentlich nicht wirklich kommuniziert. Da gab es jemand. Der hieß Hansi. Also Hansi war ein geflügeltes Wort hier in der Feuerwehr. Das war ein Kollege, der einfach freiwillig 365 Tage, 24 Stunden immer erreichbar war. Das war so. Und wenn der dann seine 2 Wochen mal in Schottland war im Urlaub, dann gab es Walter. Und der hat dann das gemacht. Das war okay. Man konnte da anrufen als Journalist, hat die Information bekommen. Es gab ab und zu eine Pressemeldung, die gab es auf einer relativ. Ja, die war auch mal modern, die Homepage, aber dann auch in die Jahre gekommen. Und das war's. Und dann gab es unseren Chef und der hat zu den großen Themen was gesagt. Aber das war die Welt der Feuerwehr. Das war für uns kein Thema. Das war auch nicht unser Auftrag. Dann irgendwann kam so die Idee, naja, so könnte das vielleicht nicht weitergehen. Wir brauchen hier mal ein Ziel. Und dann wurde auch erkannt, naja, strategische Kommunikation ist auch für die Feuerwehr ein Thema. Und erst so 2013 sind wir mit diesem Thema überhaupt unterwegs. Nur wenn ich jetzt so viel Fachexpertise höre, sind wir alles noch Neulinge und vor allem auch Quereinsteiger. Bei uns im Team hat keiner einen Hintergrund eines Studiums mit Kommunikation. Ich gucke mal so in Richtung Polizei, ja. Da sind die Behörden noch vielleicht etwas anders aufgestellt. Ich selbst bin Ingenieur, also ich habe hier mit Kommunikation Learning by Doing. Das mal so vorweggeschickt. Ich möchte Ihnen mal zu Beginn. Um einen Einstieg hier zu finden. Oh, funktioniert das? Ja, schon gefunden. Genau. Mal was zu unserem Auftrag erzählen. Wer von Ihnen hatte denn schon mal mit der Feuerwehr aus Kundenperspektive Kontakt? Das würde mich jetzt mal interessieren. Einfach mal die Hände hoch. Wer hatte schon mal Kontakt? Okay. Sind jetzt, ja. Wir sind nicht ganz in der Statistik. Also wir haben im Jahr in Frankfurt circa 120.000 Einsätze, die wir bearbeiten. Das ist 90% Rettungsdienst, so ungefähr 6.000 Feuerwehreinsätze im klassischen Sinn, also Feuer, 6.000 Einsätze technische Hilfeleistung vom Verkehrsunfall bis zum Gefahrguteinsatz und der Rest ist Rettungsdienst. Jetzt sind Sie hier von der Statistik aus betrachtet etwas unterrepräsentiert, was für Ihre persönliche Prognose natürlich irgendwann Sie mit uns in Kontakt bringen wird. Ne? Aber das soll Sie jetzt nicht beunruhigen. Ne? Das soll Sie nicht beunruhigen. Das ist unser Geschäft. Deshalb sind wir da. Und natürlich, das ist das, was wir mit Feuerwehr kennen. Wir kennen die Brandeinsätze. Unser Geschäft ist es immer mit Risiken umzugehen. Das ist das, was ich Ihnen hier ein Stück weit vermitteln will, Risiken. Ne? Sie selbst müssen natürlich mit allem, was Sie tun, haben Sie manchmal eine Risikoabwägung drin. Für uns ist das wirklich ein knallhartes Geschäft. Risiko bedeutet für uns immer ein Schadensausmaß und das ist ja schlichtweg mathematische Produkt mit einer Eintrittswahrscheinlichkeit. Und das ist unser Auftrag, das ist unsere Managementkompetenz. Und da bauen wir Feuerwehr außenrum. Da kennen Sie alle die Brandeinsätze. Das ist für uns nicht das ganz große Thema. Für uns sind solche Themen dann schon interessanter, die sogenannte technische Hilfeleistung. Da können Sie sich alles drunter vorstellen, was nicht mit Feuer zu tun hat. Und wenn wir eigentlich den Begriff Feuerwehr überdenken aus Sicht der Kommunikation, ist der lange schon veraltet. Eigentlich sollten wir uns technische Hilfswehr oder irgendwie sowas nennen. Der Begriff ist wieder nicht kommunizierbar, also bleiben wir bei der Feuerwehr. Ja, das kennt auch jeder. Rettungsdienst ist ein ganz großes Thema, das machen wir nicht alleine, das machen wir mit Organisationen zusammen, wie das Deutsche Rote Kreuz, ASB, aber wir sind Auftraggeber und haben da auch den Hut auf. Und da sehen Sie schon, dass viele Organisationen jetzt auf einmal bei uns in diesem Geschäft mitspielen. Das ist nicht nur die Feuerwehr alleine, das sind auch Organisationen wie das DRK und da ist auch Kommunikation ab und zu eine Herausforderung. Der Katastrophenschutz ist auch unser Thema. Spätestens dann sind wir in einer extremen Kommunikationslage, wenn wir auf diese Stufe von Gefahrenabwehr eingehen. Denn dann haben wir viele Menschen, die betroffen sind, alle Gier nach Informationen. Das Verhalten von Menschen ist auch so, dass Information immer da ist. Und das stellt uns natürlich vor eine ganz, ganz große Herausforderung. Feuerwehr
hat natürlich auch was mit Vorbeugung und Planung zu tun. Das heißt, wenn Sie ein komplexes Gebäude errichten wollen, müssen Sie vorher die Feuerwehr fragen, ob das denn sicher ist. Also die Belange der Feuerwehr prüfen, heißt das im Juristenjargon. Das heißt, wir haben eine ganze Abteilung mit Ingenieuren, mit Fachplanern, zu denen Architekten kommen, die sich Baupläne angucken. Jedes Hochhaus hat umfangreiche Brandschutztechnik installiert. Das sind alles Dinge, die wir tun, die nach außen eigentlich so nicht wahrgenommen werden. Und natürlich so der Klassiker, das war Öffentlichkeitsarbeit früher und heute immer noch. Jedes Kind muss einmal sehen, was denn zu tun ist, wenn es brennt. Ja, es ist klar, das ist aber eine wichtige Zielgruppe für uns. Ausbildung, Sie sind hier in einem der modernsten Ausbildungszentren, was Feuerwehr in Europa zu bieten hat. Das ist auch eine Kernkompetenz. Wir müssen unsere Kolleginnen und Kollegen fit halten und auch die Kameradinnen und Kameraden. Was verbirgt sich dahinter? Wir haben eine Berufsfeuerwehr in Frankfurt und eine freiwillige Feuerwehr. Das ist nach außen hin eine Feuerwehr. Es wird wieder kompliziert in der Kommunikation, viele Interessen, unterschiedliche Organisationseinheiten, die was tun. Wir haben so circa 800 bis 1000 Mann Berufsfeuerwehr in der Stadt, verteilt auf 12 Standorte mit Fachabteilen obendrauf. Und wir haben 28 freiwillige Feuerwehren mit rund 2000 Mitgliedern und nochmal eine Jugendfeuerwehr mit 800 Mitgliedern. Also wir reden über eine große Organisation, die ganz unterschiedliche interne Mechanismen hat, die alle in der Kommunikation natürlich berücksichtigt werden müssen. Wir haben Infrastruktur, die wir unterhalten müssen. Wir haben eine sogenannte Kabeltruppe. Das bedenkt man auch bei Feuerwehr nicht. Wir haben eine Organisationseinheit, die eigene Kabel in der Stadt zieht und unterhält, damit wir alarmierungsfähig sind, die Kommunikation unter den Wachen. Wir wollen relativ autark arbeiten. Wir wollten eigentlich heute Abend ein WLAN hier für Sie bereitstellen. Wir haben nur leider eine komplette Abteilung, die den ganzen Tag nichts anderes macht, als dafür zu sorgen, dass nur wir in unser Netz reinkommen und sonst niemand. Wenn wir jetzt natürlich ein WLAN schalten, das sind so gegenläufige Prozesse, ja, das ist manchmal ein bisschen schwierig. Es hat leider funktioniert noch gestern, heute haben wir es nicht hinbekommen, tut mir leid. Aber auch das will hier einfach organisiert sein. Auf Vertrauen kommt es an. Ich würde jetzt mal eigentlich methodisch falsch, wieder aus den Kommunikationskanälen, wie wir sie nutzen, berichten. Eigentlich sollten wir ja über Zielgruppen reden und daraus dann den Kommunikationsauftrag ableiten. Ich möchte das einfach hier, es sind alles Fachleute, mal aus diesen Kanälen berichten und was wir damit vorhaben und was wir damit tun. Ich kann da jetzt nicht alles abdecken, was wir tun, aber so ein paar wesentliche Erkenntnisse, die wir jetzt einfach haben. Ich denke, für Sie wird das nichts Neues sein. Wir haben natürlich eine Facebook-Seite, einen Facebook-Account und den trennen wir ganz stark von unserem eigentlichen Auftrag. Für uns ist das eine reine Geschichte, um zukünftige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und auch Nachwuchs für die freiwillige Feuerwehr zu gewinnen. Das heißt, wir geben hier so einen ganz konkreten Einblick, was passiert hier denn den ganzen Tag über. Wir sind als Arbeitgeber in Deutschland absolut nicht präsent. Das ist so. Berufsfeuerwehr gibt es nur in großen Städten, als Arbeitgeber nahezu unbekannt. Und wir suchen natürlich Fachleute, speziell jetzt neuerdings Bachelor- und Master-Absolventen, um einen Quereinstieg in die verschiedenen Laufbahnen zu machen. Und da konkurrieren sie natürlich gegen die Industrie. Als öffentlicher Dienst ist das immer schwierig. Grundsätzlich, Herr Münster, ne, Besoldungsstrukturen, wissen wir uns nicht drüber unterhalten. Ja. Aber das ist für uns eine gute Möglichkeit, mal zu sagen, hey, da gibt es eine spannende Aufgabe, das ist mehr als irgendwo hinzufahren und von außen Wasser in ein Gebäude zu spritzen. Da gibt es sehr viel Gehirnschmalz, was man investiert. Und das ist eine sehr sinnstiftende Tätigkeit, so wie wir das immer umschreiben. Und da schaffen wir es auch, dass wir relativ erfolgreich mit der Rekrutierung sind. Wir haben im mittleren Dienst, das sind die Kollegen, die wirklich auf den Feuerwehrfahrzeugen ausrücken und ich sage mal das klassische Feuerwehrgeschäft machen, so diese Kollegen hier, haben wir im Jahr ca. 40 Stellen, die wir besetzen und ca. 800 Bewerbungen darauf. Also das ist ein relativ guter Erfolg. Wir schalten auch, zahlen Geld dafür, gezielt Anzeigen, um so diese mittlere Management-Ebene zu rekrutieren. Damit haben wir auch sehr großen Erfolg. Wir konnten die Bewerbungszahl, allein die reine Anzahl durch diese Kampagnen deutlich steigern. Das ist sehr gut und unser kleiner Erfolg ist schlichtweg der, dass wir natürlich mit den großen Berufsfeuerwehren ein Ranking haben, wer sitzt denn auf welchem Platz im Sinne von Followern. Und da sind wir nach wie vor in Frankfurt Platz 1. Wie hast du gesagt, ne? Das ist eigentlich nicht so wichtig, aber es freut uns ja trotzdem, ne? Ganz klar. Ne? Man darf es mal sagen, genau, man darf es mal sagen, genau. Dann haben wir in der gleichen Geschichte natürlich einen YouTube-Channel, das lasse ich jetzt mal laufen, wo wir aber eigentlich in diese gleiche Richtung wollen, ne? Sehr viel auf den Bauch gezielt.
Die spannende Geschichte, warum ich das zeige, ist die, Feuerwehr ist sehr kreativ. Man könnte jetzt vermuten, naja, wir geben so einen Auftrag, dann kommt irgendeine Agentur, die hat eine ganz spannende Idee und dann machen die sowas. Da gibt es Kollegen, die sind in der Welt der Feuerwehr zu Hause und die haben irgendwelche Hobbys. Und das ist ein so ein Hobby. Da haben wir eine Truppe auf der Wache 2, die ist im Gallus. Die haben sich drei gefunden, die machen sowas und liefern sowas einfach bei uns ab. Ja? Sie lachen jetzt. Es wird noch besser. Dann war als erstes mal die Frage, Beamter, Verwaltung, darf ich das eigentlich nehmen? So, da könnte man sagen, das ist eine bescheuerte Frage. Es war eine reale Frage für uns, wir haben es genommen und sind da eigentlich sehr zufrieden. So ein Potenzial muss man natürlich pflegen in der Mitarbeiterschaft und das nutzen wir natürlich. Das ist im Alltag nicht immer einfach. Einmal, dass die für sowas überhaupt Zeit bekommen. Ja, die gehen an Einsatzstellen, filmen da, das muss alles organisiert. Da müssen auch Grenzen gesetzt werden. Ja, also stellen Sie sich das Bild vor, bei Ihnen brennt es zu Hause. Die Feuerwehr kommt, ja, ein Trupp mit Pressluftatmer geht da rein, ja, und einer steigt aus und macht da schon mal die Totale und bleiben Sie gerade mal, das sieht gut aus. Ja. Da gibt es einfach auch eine Grenze. Ja. Das ist dann immer manchmal im Alltag nicht so ganz einfach. Das muss aber organisiert werden. Da haben wir mit YouTube relativ gute Erfahrungen, dass einfach so bewegte Bilder wahnsinnig, also das erzählt man wahnsinnig Reichweite damit. Ja. Wir werden auch darauf angesprochen und für diese Mitarbeitergewinnung ist das wirklich eine ganz, ganz gute Sache. So, dann unser Twitter-Account und da möchte ich mal besonders darauf eingehen. Twitter ist für uns, wir sagen zu dem taktischen Kanal. Was ist ein taktischer Kanal? Wir haben in einem, Sie würden es als Krise nennen oder Krisenkommunikation bezeichnen. Wir sagen Notfallkommunikation, weil eine Krise kann auch eine Personenkrise sein in einer Organisation. Für uns ist die Notfallkommunikation wirklich, wir haben eine heiße Lage in der Stadt, also sprich einen größeren Einsatz. Und wir kommen in diese Ebene rein, dass wir die Bevölkerung warnen und informieren müssen. Wir haben in Frankfurt verschiedene Randbedingungen, was das etwas schwierig macht. Deshalb haben wir diesen Kanal, ich möchte es mal nennen, für uns entdeckt. Ich gehe da gleich nochmal drauf ein. Vorher möchte ich noch etwas über die Kampagne sagen, mit der wir diesen Kanal offiziell, ich sage mal, eingeführt haben. Wer von Ihnen hat von dieser Aktion schon mal was gehört? Okay. Die anderen folgen uns nicht. Das wäre ein Zeitpunkt, das heute Abend zu ändern. Für uns war die Frage, was können wir tun, um offiziell mal so einen Knopf zu drücken und zu sagen, gut, die Feuerwehr ist jetzt online unterwegs. Ja? Wir haben natürlich etwas bei der Polizei spioniert, die Berliner Kollegen waren es, meine ich, die das vorher schon gemacht haben, mit relativ positivem Erfolg. Und wir dachten, ja, was die Polizei kann, verstehe jetzt nicht falsch, Kollegen, ja, das können wir auch. Und dann haben wir einfach mal losgelegt, ja? Mit allem, was da so passiert. Und das war eigentlich eine ganz gute Aktion. Also auch bei uns gibt es die tollsten Dinge. Es ist nur manchmal so, da müssen wir aufpassen, was wir machen. Es gibt manchmal skurrilste Dinge, die können wir einfach nicht kommunizieren, wenn wir da Persönlichkeitsrechte verletzen würden, und zwar eindeutig, speziell aus dem Rettungsdienstbereich. Ja. Aber ich sage mal, das ist die Spitze des Eisberges, was so möglich war, nach außen zu geben. Der das liest, ja. Auch unser Geschäft hat eine gewisse humoreske Seite, möchte ich es mal nennen, ja. Das ist auch die richtige Reaktion. Und auch die Feuerwehr funktioniert nur deshalb, weil wir alle Menschen sind, die mit Humor etwas anfangen können. Sie würden diesen Job nicht überleben, wenn sie keinen Humor hätten. Ja? Sie müssen damit professionell umgehen. Es war eigentlich eine spannende Geschichte, auch für uns, das mal durchzuhalten. Es war personell eine extreme Herausforderung, das so zu stemmen, 24 Stunden. Also die Nachtschicht, die war morgens, die war bedient. Ne? Da lachen sie noch alle. Ne? Morgens, das Bild hätten wir nicht veröffentlicht, ne? Wie das aussah. Und es war einfach ein schöner Einblick, was denn bei uns alles so passiert. Wir haben das mit Videos unterfüttert, was im Alltag passiert, also nicht nur Einsätze, auch Ausbildung, einfach wie so ein Tag in so einer Maschine der Feuerwehr aussieht. Denn Sie müssen sich vorstellen, bei uns gibt es kein Wochenende. Bei uns, wir haben 24 Stunden, 7 Tage, 365 Tage im Jahr, läuft hier immer alles gleich. Es sind immer 150 Mann
einsatzbereit auf den Standorten, die Freiwillige Feuerwehr immer einsatzbereit. Es gibt nie einen Tag, an dem ein Sitz, ein vorgeplanter Sitz auf dem Fahrzeug nicht besetzt ist. Wir hatten eine Krankheitswelle dieses Jahr. Das hat uns vor extreme Herausforderungen gestellt, dass selbst die Kollegen aus dem Büro zwangsweise auf die Wachen mussten. Das ist bei uns eine Maschine, die ständig läuft, Tag und Nacht. Und das mal einen Tag darzustellen, war doch ganz interessant. Übrigens hier, das ist das FETC und wir haben die letzte Schlecker-Filiale in ganz Deutschland. Ne? Also wer sich das nochmal anschauen möchte, die kann man unten bei uns sehen. Feedback ist auch mal interessant. Was schreiben denn da Menschen zurück? Eigentlich muss ich sagen, war das überwiegend sehr positiv. Viele Informationen. Und das sind so positive Feedbacks. Ich denke, da kann man als Organisation mit zufrieden sein, wenn man sowas bekommt. Ja? Und es war überraschend für uns. Normal haben wir immer diese 2%, die nörgeln, ne? Die irgendwie was, ach, die waren zu laut, zu langsam, Stiefel nicht geputzt, ja, Helm schief, irgendwie was weiß ich. Ja? War alles okay. Was auch interessant war, ich gehe da mal bei Medienberichterstattung und das ist für uns ein ganz wichtiger Effekt. Da komme ich jetzt nochmal in die Notfallkommunikation. Wenn wir in eine Lage gehen, diese Warnung und Information, dann ist für uns Twitter nicht ein Medium, um viele Menschen direkt zu erreichen. Das werden wir als Feuerwehr, als Rand nie schaffen, einen Account aufzubauen wie die Stadt, von der Reichweite direkt. Aber aus unserer Sicht sind Sie zum Beispiel, Journalisten, Redaktionen, genau die Multiplikatoren, die uns in der Krise bei Bedarf Ihre Reichweite zur Verfügung stellen. Deshalb freut es mich auch, dass Sie heute da sind, denn von Ihnen leben wir. Das heißt, wenn wir über den normalen Zimmerbrand berichten, der so ganz nett ist, ja, also aus Sicht der Berichterstattung, für den das betrifft natürlich nicht, ne, da müssen wir immer unterscheiden, ist das für die Community, die sich für uns interessiert, spannend. Aber in dem Fall X, wenn es dann wirklich darum geht, Menschen aufzufordern, sich in Sicherheit zu bringen, wenn es darum geht, große logistische Maßnahmen in der Stadt, was wir hoffentlich nie gemeinsam erleben werden, zu organisieren, sind wir auf diese Reichweite angewiesen. Wir hatten heute Morgen den Stromausfall und ich möchte Ihnen nur mal so eine ganz kurze Skizze geben, was bei uns da alles an Spiegelpunkten aufgeht. Bei demjenigen, den es erwischt mit dem Stromausfall, hatten wir heute auch die Rückmeldung, wir sitzen einfach in einem Café und essen ein Eis und entspannen uns da. Bei uns heißt das, welche Kliniken sind in diesem Gebiet, wie lange haben die eine Notstromversorgung? Die Ampelanlagen fallen aus. Wenn das großflächig wird, haben wir keine einzige Tankstelle in der Stadt, die zum Beispiel Benzin pumpen kann. Das heißt, die Infrastruktur wird zusammenbrechen. Wir brauchen ungefähr 10.000 Liter Diesel, um unsere Flotte einen Tag einfach betreiben zu können. Wie bekommen wir Treibstoff? Das sind ganz viele Fragestellungen, die uns treffen. Wir haben Beatmungspatienten, die zu Hause liegen. Die haben einen Akku in diesem Beatmungsgerät. Das wird nach 4 Stunden zusammenbrechen. Das heißt, wir haben einen beatmeten Patienten, der nach circa 3 bis 4 Stunden zum Notfallpatient wird. Und das schlagartig. Das sind alles Themenstellungen, die bei uns da sind. Das heißt, wir müssen mit den Menschen da draußen kommunizieren und versuchen, den Eigenschutz, den Selbstschutz so früh wie möglich zu aktivieren. Wir haben auch nur beim Stromausfall vielleicht 2, maximal 3 Stunden Zeit, bis die Handynetze zusammenbrechen und gar keine Kommunikation mehr stattfindet. Gar keine Kommunikation heißt Steinzeit. Heißt, kein Telefon funktioniert und nur noch die Autoradios können empfangen, weil die an der Batterieanlage im PKW dran sind. Das heißt, wir würden vom HR, die sind notstromgepuffert, irgendwie hier Kabel ziehen oder einen Ü-Wagen oder irgendwas hier organisieren, dass wir hier noch sendefähig sind. Ich kann da in die Planung so tief nicht einsteigen. Ja, das sind auch viele Dinge, das wollen wir nicht kommunizieren, über welche Fähigkeiten wir, wobei ich Ihnen jetzt da keine böse Absicht unterstelle, ja klar, aber das können wir natürlich nicht sagen. Aber nur um zu sagen, diese Reichweite, die andere Netzwerke für uns dann zur Verfügung stellen, ist Twitter ein Kanal, der über ausgezeichnete Fähigkeiten verfügt für unsere Bedürfnisse. Ein Auszubildender von uns, ne, freut sich, dass er twittern kann. Also wir haben einfach diesen Effekt hier schon mal gehört und die Medien sind auch drauf angegangen. Ja. Das war die Geschichte Reichweite. Haben wir natürlich ein Followerwachstum, aber auch wir sind da limitiert. Wir pendeln jetzt, meine ich, Andreas, bei 7.500 irgendwie. Ja. Das sind keine Reichweiten, die jetzt exorbitant sind. Ne? Aber für uns sind die richtigen Menschen folgen uns. Die richtigen folgen uns. Das ist für uns wichtig und in der Krise aktivieren wir die. Das sind Zahlen. Ich denke, wenn da jemand noch mal Interesse hat, können wir die Präsentation auch noch mal zur Verfügung stellen. Aber ihr seht schon hier ein interessanter Mechanismus. Weiß jemand, dieser erste Peak, was das war?
Das war die EZB. Ja, ja, ja. Also wir werden immer in dieser Schwelle agieren. Das ist, ich sage mal, das ist eher so eine 0 oder 1 Geschichte. Entweder 1, wir sind richtig präsent, oder 0, wir sind so eine Bodenlinie, die sich da etwas hin und her bewegt für die Community, die sich interessiert für uns. Ne? Der zweite Peak war dann diese 24-Stunden-Aktion. Ja. Genau. Genau. Da sind noch mal ein paar Tweets, da gehe ich jetzt mal drüber weg. Auf Vertrauen kommt es an. Wir können solche Lagen, also Lage ist bei uns immer ein Einsatz, ein Szenario, was in der Stadt stattfindet, ein Stück weit kategorisieren. Und die ganz kritischen, ne, das ist dieses Fast Burning. Das sind die Dinge, wo wir akut eine Lage haben. Stellen Sie sich vor, Chemielaster, wir hatten solche Dinge, Chemielaster, Salpetersäure, hochgiftig, mitten im Wohngebiet, Leckage, sofort Menschen in Gefahr. Wir haben gar nicht den Kräfteansatz, um da bei jedem zu klingeln. Wir haben auch kein Sirenensystem mehr in der Stadt, um da akut zu warnen. Da sind wir auf solche Medien angewiesen. Dann haben wir natürlich langfristige Geschichte wie eine Bombenentschärfung. Hatten wir letztes Jahr, vor 2 Jahren, ich weiß schon gar nicht mehr, vor 2 Jahren, 3 oder 4 Bomben am selben Ort. Da waren die Menschen schon etwas routiniert, ne? Wenn wir dann wieder mit der Entschärfungsgeschichte anfingen. Ja. Aber da sind solche Werkzeuge wahnsinnig interessant und wirklich gut für uns. Die ganze Feuerwehrwelt oder die Gefahrenabwehrwelt entdeckt diese Medien. Es gibt da von unterschiedlichen Einrichtungen wahnsinnige Förderungsgelder. Wir sind da, ich glaube, mit 5 Universitäten in Kooperation, in Forschungsprojekten, um diese Medien für unsere Zwecke so zu biegen. Bis hin zu, wir haben eine große Katastrophe und wir möchten mit Zivilisten zusammen ich sag mal, eine Hochwasserkatastrophe bekämpfen. Ja, wie organisiere ich Freiwillige? Das ist ein ganz, ganz schwieriges Thema. Auch ein Beispiel dazu, über Facebook haben 2013 war das dann, waren wir als Verband eingesetzt an der Hochwasserkatastrophe an der Elbe im Raum Gartow. Das ist irgendwo in der Lüneburger Heide, also im Nirgendwo. Und da hat irgendwie aus dem Bereich Essen hat sich eine Gruppe über Facebook gegründet. Die haben sich, glaube ich, 50.000 Brötchen organisiert und haben die irgendwie in so kleinen Fiats dann in unseren Bereitstellungsraum transportiert und standen auf einmal 50.000 Brötchen da und wollten die uns zur Verfügung stellen aus, ja, positive Geste. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, man könnte doch auf die Idee kommen, dass so ein Verband nicht ohne seine Verpflegung zu sichern in so einen Einsatz geht. Ne? Aber sowas muss organisiert werden. Ne? Die hätten wir vielleicht an anderer Stelle gut gebrauchen können. Und das sind soziale Netzwerke mit einem unheimlichen Potenzial versehen, solche Dinge zu organisieren. Twitter hat für uns dann auch den besonderen Charme, dass selbst Menschen, die mit diesem Medium nichts anfangen, nicht vertraut sind, wir trotzdem über einen Link auf eine Seite bringen können und die können da mitlesen. Die müssen sich nicht anmelden. Die müssen da auch nicht vertraut sein mit dem Medium. Wir können die da hinbringen. Und was natürlich eine super Sache ist, wenn dann einfach Journalisten auch diese Informationen dann in ihre Kanäle, wie zum Beispiel Radio oder andere Dinge, übersetzen. Das ist natürlich eine ganz große Stärke. Das ist so dieses Modell. Auf Vertrauen kommt es an. Wenn wir wollen, dass Menschen das tun in einem Notfall, was wir ihnen sagen, müssen die Vertrauen zu uns haben. Die müssen Vertrauen haben, dass wenn die Feuerwehr zu ihnen spricht, über welchen Kanal auch immer, dass das natürlich Hand und Fuß hat. Sonst funktioniert diese Kommunikation nicht. Das heißt, eine wesentliche Aufgabe von uns ist es, dieses Vertrauen immer wieder herzustellen, immer wieder zu unterfüttern. Wir machen das wirklich mit einem Programm, es nennt sich Pressesprecher vom Dienstprogramm, dass wir immer wieder diese Geschichte erzählen. Das lesen Sie dann immer so als ein paar Spalten in der Zeitung. Es gab ein Problem, die Feuerwehr kam, hat alle gerettet, Problem gelöst, Geschichte Ende. Das ist immer wieder diese gleiche Mühle, die wir treten, um einfach diesen stetigen Tropfen immer am Laufen zu halten. Ja. Dann gibt es viele Dinge natürlich, wo vielleicht Missverständnisse entstehen können. Ja. Die versuchen wir natürlich auch zu beheben. Also Vertrauensmanagement, wenn man das so will, Reputationsmanagement, ist ein ganz, ganz, ganz großes Thema für uns. Wenn natürlich die Medien sich jetzt auf uns einschießen, weil irgendwo mal was schiefgegangen ist, ne, ist das natürlich auch eine ganz harte Aufgabe und das innerhalb von einer Behörde immer ganz, ganz schwierig, mal offen Fehler zuzugeben. Ja. Und nicht erst irgendwie zu lamentieren. Das ist auch eine Kulturfrage, ne, sowas zu tun. Ich denke, dass wir uns da ganz, ganz gut aufgestellt sind. Arbeitsalltag. Alle unsere Termine sind unter Vorbehalt. Ich habe mal diese Überschrift so gewählt, weil wir nie wissen, wenn wir Termine eingehen, ob wir die halten können. Denn wenn die Lage der Stadt es nicht hergibt, sind wir weg.
Es war heute Morgen so, wir hatten eine große Projektsitzung, wir wollen die Leitstelle etwas modifizieren. Das ging dann nicht. Ging einfach nicht. Ja. Das heißt, für uns ist so diese interne Arbeit mit dem Team, das da drin sitzt, immer geprägt von Umplanen, Aktualisieren, was ist heute Morgen los, was passiert da, wir müssen ad hoc in irgendeine Lage rein, wer macht am Wochenende Dienst. Das sind ganz, ganz viele Fragen, die natürlich auch belastend sind, teilweise. Und das uns auch für so ein Problem stellt, und da sind wir wieder im gleichen Problem, wir im Presse- und Informationsamt, die Stellen in der Stadt für sowas ist momentan, wir kriegen nichts. Ne? Wir müssen es mit dem Personal leisten, das wir da haben. Jetzt sieht das ja sehr viel aus. Ja, das ist ein Social Media Team. Keiner von denen macht das Vollzeit. Die sind zum Teil hier, der Herr Bellino, der hat heute Dienst, ist zum Beispiel Wachleiter der Feuer- und Rettungswache 10. Der macht nur für 4-5 Tage, 3 Tage im Monat für 24 Stunden eine Bereitschaft von einem Pressesprecher. Das heißt, das ist jemand, der fährt an eine Einsatzstelle und betreut die Medien. Der macht natürlich auch so diese Social-Media-Geschichte im Alltag. Aber sobald das Ding etwas größer wird, so wie heute Moin, kann der das nicht mehr beherrschen. Das heißt, wir brauchen Personal aus der Freizeit, aus dem Büro, wie auch immer, müssen wir nachschieben. Ja? Keiner dieser Kollegen macht das Vollzeit. Wenn wir das in Stelle subsumieren, haben wir im Prinzip auch nur eine oder zwei Stellen, die sich über das Thema Kommunikation überhaupt im Grundsätzlichen beschäftigen. Das heißt, das sind alles Feuerwehrleute, die haben keine Kommunikation-Ausbildung, die sind Ingenieur, Handwerker, haben da Karriere gemacht bei der Feuerwehr, wie auch immer. Und mit denen versuchen wir, das zu regeln. Das ist schwierig. Wir versuchen uns da externe Hilfe zu holen, wie die Frau Laumann, die wir da Gott sei Dank haben, um uns da so fit wie möglich zu machen. Aber das ist für uns schon teilweise grenzwertig. Ich sage mal bewusst, bis jetzt hatten wir Glück. Es ist nichts passiert. Wir haben keine Fehler gemacht. Auch bei euch war das, glaube ich, bis jetzt so. Das Feedback ist gut. Aber uns ist klar, dass wir da immer am Ball bleiben müssen. Und ich glaube, auch bei der Polizei ist es so, dass da nicht die Stellen irgendwie vom Himmel regnen, dass wir da auf einmal riesige Organisationseinheiten bauen und dieses Thema natürlich eine Priorität hat, aber dann durch die Priorität auch ein gewisses Budget abgeleitet wird. Das ist nicht so. Wir sind alle in verschiedenen Welten unterwegs. Wir sind einmal als Einsatzleiter an einer Einsatzstelle, als Pressesprecher an einer Einsatzstelle und ein Bild da. Wir haben auch alle noch, also alle, die Uniform tragen, fahren auch Einsatzdienst. Das heißt, das ist nochmal eine Welt, die wir abdecken müssen. Dann haben wir in der alltäglichen Welt eine Büroaufgabe. Also wir haben eine Abteilungsstruktur, 6 Abteilungen, Stabsstelle, da sind wir angesiedelt, die wir abdecken müssen, und dann noch diesen Kommunikationspart. Also das sind ganz unterschiedliche Welten, in denen wir uns jeden Tag mehrfach hin und her bewegen. Und das macht die Aufgabe natürlich sehr spannend, ist aber auch eine große Herausforderung. Das wäre es von mir. Herzlichen Dank. Und die Fragerunde. Genau, die Fragerunde. Also wir haben jetzt gehört, Hansi und Walter sind in Rente gegangen, in die wohlverdiente Pension gegangen. Und wir haben eben auch gelesen, dass Holger jetzt zwitschert. Ja. Aber das ist ja wahrscheinlich an internen Dingen, die sie organisiert haben, noch weit nicht alles gewesen. Was waren das noch so für Dinge, die sie anregen, organisieren mussten, sich vernetzen, verzahnen mussten, dass ihr Social Media erstmal so funktionieren kann? Ja, also das Erste war, ich war vorher in München, bin dann nach Frankfurt. Die erste Frage war diese Organisationseinheit, Kommunikation, möchte ich es mal nennen, wo siedeln wir die denn an? In der Historie war das ein sogenanntes Sachgebiet, das heißt, wenn der zum Chef wollte, um irgendwas nach außen zu kommunizieren, musste man erst zur Abteilungsleitung, dann zum Direktionsbereichsleiter und dann zum Amtsleiter. 3 Stufen, das ist im Alten, halten sie nicht durch. Ne? Deshalb haben wir als Erstes organisatorisch uns verändert, dass wir mit anderen Aufgaben uns direkt zum Chef der Feuerwehr begeben haben und dort als Stabsstelle angesiedelt sind. Das war das Erste, einen ganz kurzen Weg. Und dann war die ganz große Frage, wer macht das denn bei der Feuerwehr? Stellen? Wir haben einen Pressesprecher, einen Herrn Mohn, dann haben wir die Frau Pazina Keller, die macht Öffentlichkeitsarbeit.
Dann haben wir den Herr Heisterkamp, der macht aber eher so Steuerungsunterstützung. Ja. Dann haben wir mich, der irgendwie den Hut auf hat. Das heißt, wir müssen irgendwie Personal heranziehen von anderen Stellen. Das machen wir nicht nur in der Kommunikationsgeschichte so, da haben wir auch andere Funktionen. So sprechen wir bei der Feuerwehr von der Funktion. Ziehen die ran und müssen die qualifizieren. Und wir müssen erstmal eine Kultur schaffen in der Behörde, dass jetzt, ich sage das mal ganz sinnbildlich, jemand mit 3 Sternen für die Organisation sprechen kann, wobei doch eigentlich der mit 5 berechtigt wäre, es zu tun. Ja, das ist wirklich eine ganz harte Kulturfrage, aber die Feuerwehr Frankfurt ist da sehr progressiv, was das angeht, und da haben wir auch eine Lösung gefunden, die ganz gut funktioniert. Okay. Das heißt, Tweets bei Ihnen gehen relativ schnell und zügig raus und werden nicht erst einmal durch die komplette Kaskade gespielt, sondern es... Ja, genau. Okay. Wir haben auch immer die Schwierigkeit, oder das heißt, das ist unsere Stärke, wir arbeiten natürlich in einer Einsatzlage in einer ganz klaren Kommunikations- und Hierarchiestruktur. Das heißt, bei der Feuerwehr ist das wirklich, es gibt die oberste Ebene, das ist der Einsatzleiter, dann gibt es Abschnittsleiter und so weiter, kaskadiert das nach unten. Ne? Das ist sehr straff militärisch organisiert. Das heißt, jeder weiß auch, wer was zu entscheiden hat. Das heißt, im Einsatz selbst diese Tweets nach außen zu geben, ist nicht die Herausforderung. Die Herausforderung ist vorher in der Organisationsstruktur einzutüten, dass wir sowas überhaupt können. Ja, das sind so wirklich 2 Welten. Ne? Ja. Das Strategische. Was das Strategische, genau. Ja. Genau. Okay. Die große Runde. Da war ein Händchen, ganz schnell. Ich lauf mal rüber. Induziert man denn durch ein Live-Twittern einen Feuerwehrtourismus? Das war eine der Risikoabwägungen, die wir vorher getroffen haben. Das war auch ein Punkt. Wir sind das Risiko eingegangen und haben gesagt, wir bekommen das mit. Wir kriegen die Rückmeldung von der Einsatzstelle, wenn da jetzt, also Klassiker Hauptbahnhof, wir Reanimation, Herzinfarktpatient, wie auch immer. Auf einmal gibt es eine Traube, weil die das mitbekommen. Es war nicht der Fall. Es war nicht der Fall. Was ein Stück weit uns auch verwundert hat, weil wir haben eine nicht unerhebliche Fangruppe, das sind meistens Jugendliche, männlich, zwischen 14 und 17 Jahren, die mit Kameras vor unseren Wachen stehen und uns filmen beim Ausrücken, und sie können dann das unter Rescue 112 irgendwie auf YouTube angucken. Ja? Also da gibt es irgendwie einen Fetisch, möchte ich es mal nennen. Ja? Und wir dachten eigentlich, dass die sehr mobil in der Stadt unterwegs sind, aber das war nicht so. Gibt es denn ein Konzept für so eine Lage, wo Sie sehen, dass sich da schon relativ viele Helfer irgendwie über Facebook oder so organisieren? Haben Sie da irgendwie ein Konzept, wie Sie die ansprechen und was Sie da dann konkret machen? Ja, also da gibt es jetzt, ja, das gibt es, aber es gibt da mehrere Ideen. Das kommt ganz darauf an, ob wir eine sogenannte Punktlage haben, also eine Stelle in der Stadt oder im Land, an dem jetzt irgendwas passiert ist, oder stellen Sie sich ein Hochwasser vor, wo ein ganzes Flussmanagement aufgebaut wird und ganz viele Organisationseinheiten dann mitspielen. Ne? Es ist leider so, dass der Föderalismus uns oft Schwierigkeiten macht. Ja, also Feuerwehr ist eine kommunale Aufgabe, hier in der Stadt Frankfurt, Kreisaufgabe, klar. Das heißt, an unserer Stadtgrenze, da gibt es dann eine andere Zuständigkeit und die finden das vielleicht alles blöd. Das ist so vielleicht, ja. Also da eine Koordinierung herbeizuführen, würde dann bei so einer wirklichen Flächenlage, wie wir das nennen, eine ganz andere Maßnahme herbeiführen, ja. Es gibt verschiedene Konzepte. Es gibt einmal die Idee, da sind wir jetzt aktuell dran, mal drüber nachzudenken, ob wir da irgendein Tool anbieten für so einen Fall. Das ist die Schwierigkeit, ist immer dann in diesem Fall dieses Tool an den Mann zu bringen. Ja? Oder gehen wir dahin, wo die Menschen zu uns sind, und würden das zum Beispiel über Facebook lösen. So lief es in Essen, NRW, bei diesem letzten großen Unwetter. Und sowas würden wir da auch sagen, dass wir vielleicht eine Facebook-Plattform anbieten, speziell, aber nur speziell für diese Lage dann. Wir würden das dann immer individuell anpassen. Ja? Okay. Ja, kurze Frage von meiner Seite, was mich noch interessiert, was ich sehr beeindruckend fand. Ihr habt auf Facebook sehr viele Interessenten, sehr viele Likes, aber dann auch von den geeigneten Kandidaten beziehungsweise die Leute, die dann wirklich hinter euch stehen. Inwieweit bringt euch das etwas für die Rekrutierung, beziehungsweise nutzt ihr die ganzen Interessenten auch zu Rekrutierungszwecken? Ja, auf jeden Fall. Also gerade Facebook ist eigentlich der alleinige Zweck der Zielgruppe Nachwuchs. Es gibt für uns sonst kein strategisches Interesse, die Feuerwehr irgendwie im Sinne von Image-Kampagne oder irgendwas, also Image für wen, für was, warum. Wir versuchen
diesen Blick hinter die Kulisse zu ermöglichen, den Beruf interessant zu machen, den Widerstand, eine Bewerbung abzugeben, zu minimieren. Wir versuchen über die Einstellungstests, es gibt da umfangreiche Tests bis hin zu medizinischen Tests, klarzumachen, unterstützen das mit Videos und schalten dann auch bewusst für Geld Anzeigen, um die Reichweite zu erhöhen. Jetzt aktuell wird Facebook sich nochmal bewähren müssen. Wir haben aktuell das Problem, dass sehr viele Kollegen aus den Mannschaftsdienstgraden zu kleineren Feuerwehren ins Umland abwandern, weil da die Lebenshaltungskosten viel geringer sind, die Mobilitätskosten für den täglichen Transfer zur Arbeit. Sie müssen sich vorstellen, manche Kollegen machen am Tag bis zu 60, 120 Kilometer Anmarsch hier nach Frankfurt für eine Schicht. Und wir versuchen jetzt über eine gezielte Steuerung, dass Facebook wir lokale Frankfurter für die Feuerwehr gewinnen. Das wird schwierig sein, weil die Bezahlung gerade im Mannschaftsbereich natürlich für die Lebenshaltungskosten schwierig abdeckt, aber wir versuchen es zumindest zu gestalten und da natürlich Facebook, die Datenkrake, uns natürlich die Möglichkeit gibt, hier sehr zielgerichtet Werbung zu schalten. Und das wollen wir auch nutzen. Okay, also das heißt auch, ihr seid sozusagen in den Anfängen mit gezielter Direktansprache. Korrekt, ja. Okay, danke. Dann gebe ich weiter. Die regionale Zerklüftung wurde schon angesprochen, aber gibt es da Bestrebungen, sich auch mit anderen Feuerwehrverbänden, sag ich mal, zu vernetzen, um da vielleicht gemeinsame Strategien zu finden, sodass man dann in einem Krisenfall oder was auch immer auch noch auf größere Ressourcen quasi auch von der Bevölkerung oder so zurückgreifen kann? Ja, also also natürlich haben wir Kooperation, das hört sich sehr drastisch an, da hört die Grenze auf. Durch die Industrieparks, die wir haben, was natürlich ein großes Risikopotenzial ist innerhalb der Stadt, sind wir natürlich mit den Nachbarlandkreisen vernetzt. Das ist nicht das Problem. Ein einheitliches Konzept zu finden, ist deshalb schon schwierig, weil wir hier 1000 Mann Berufsfeuerwehr gegenüberstehen einem Landkreis, bei dem vielleicht 4, 5, vielleicht auch 6 Kolleginnen und Kollegen überhaupt hauptamtlich mit Feuerwehr zu tun haben, alles andere Ehrenamt ist. Da über solche Themen überhaupt zu sprechen, die verbindlich abrufbar vorzuhalten, ist eine schwierige Sache. Es gibt Bestrebungen, wir unterstützen da auch natürlich, da ist Feuerwehr auch Familie genug, dass wir da alle zusammenhalten und da auch jemand weiterbringen, aber es gibt einfach, das muss bei Gefahrenabwehr aus Sicht der Feuerwehr klar sein, es gibt da irgendwann eine kapazitive Grenze. Das ist einfach so. Ich meinte damit jetzt eher andere Bereiche, Berlin, München, ja. Köln. Also die großen Städte sind auf jeden Fall vernetzt. Wir tauschen uns auch, also Benchmarking gibt es auch bei uns, was wir da tun. Da gibt es Konzepte. Allerdings sind in diesem Social-Media-Bereich wir in Frankfurt eigentlich die da bis jetzt so am schnellsten vorangehen. Ja? Es gibt auch Feuerwehren, die nutzen zum Beispiel Facebook ganz anders. München ist ein gutes Beispiel. Die machen Einsatzberichterstattung auf Facebook. Also jeder Einsatz, größerer Einsatz, der berichtenswert ist, machen die einen Beitrag auf Facebook. Ich persönlich bin da strikt dagegen. Allein von der Semantik, 5 Schwerverletzte, 2 Tote auf der Autobahn, 250 Likes. Schwierig. Und dann kommt die Diskussion auf, Feuerwehr ist natürlich auch freiwillig geprägt, dann gibt es viele Spezialisten, sage ich mal, unter dieser Gruppe. Ne? Ja, der eine hat keinen Helm auf, da gibt es da viel Nonsensdiskussion. Ne? Also da sagen wir, das ist das falsche Medium für sowas. Das ist das falsche Medium. Aber dann der Moderationsaufwand, den könnten wir nicht leisten. Die Münchner machen das. Erfahrungen, ja, mittelprächtig. Mal gucken, ob sie das weiter so durchhalten. Aber den Austausch auf jeden Fall, den gibt es. Und davon leben wir auch. Eine Frage können wir noch, oder? Ja. Ich hätte noch mal eine Frage zu dem Stichwort Krisenkommunikation, ja. Was Sie vorhin erzählten, jetzt Beispiel Stromausfall. Ich habe verstanden, das ist Twitter ein schneller Weg, Tipps für die Bürger zum Selbstschutz zu geben. Mhm. Das ist ja zum Teil eine sehr sensible Aufgabe, um nicht das Gegenteil zu erzeugen, Panik, wie auch immer, Stromausfall. Kann ja durchaus auch noch ernster werden, je länger er läuft. Haben Sie denn in Ihrem Team so ein Krisenszenario? Sie haben gesagt, es kümmert sich gerade derjenige darum, der Dienst hat. Das sind verschiedene, sind keine ausgebildeten Kräfte. Im Falle einer Krise, die vielleicht über diesen Stromausfall hinausgeht, wie sieht bei Ihnen so ein Szenario aus? Gibt es einen, der dann sagt, der Tweet kann gesendet werden? Nee, da müssen wir vorsichtig sein. Wie geht das in der Praxis dann bei Ihnen? Also die Führungs- und Aufbauorganisation
Also sprich, wer hat welche Kompetenz, die ist bei uns völlig klar und die ist eindeutig geregelt. Also es weiß jeder sofort, was er zu tun hat und wo seine Grenzen der Kompetenz sind. Das ist ganz klar geregelt. Wir würden in so einem Fall standardmäßig einen Führungsstab aufbauen. Da haben wir also auch spezielle Räume dafür, spezielle Technik. Da gibt es dann verschiedene Funktionen und da gibt es einen Bereich, der für diese Krisenkommunikation zuständig sind. Wir bereiten immer für Lagen auch vorbereitet Kommunikation vor. Also wir überlegen uns das nicht immer sofort in der Lage. Aber das sind systemische Dinge. Wir können uns nicht auf jede Lage ist individuell. Ja? Wir können nicht sagen, nach 2 Minuten den Tweet oder den Tweet. Ne? Aber natürlich gibt es Szenarien, wie zum Beispiel, ohne da jetzt wieder zu sehr auf diese Angstschiene zu drücken, aber natürlich denken wir über ein Szenario Terroranschlag in Frankfurt nach. Wenn wir darüber nachdenken, dass, was mit den Israelis, da sind wir auch international in Kontakt, ne, wissen wir zum Beispiel, dass Selbstmordattentäter in Israel oft Menschen sind, die AIDS oder Hepatitis haben, um natürlich diesen ganzen Dreck auch nochmal in der Masse zu verteilen, wenn die sich in die Luft springen. Ja. Wenn wir da über schmutzige Bomben nachdenken, das sind alles reale Szenarien, die wir dann durchdenken, würden wir natürlich radioaktiv zum Beispiel Menschen, die werden kontaminiert. Ne. Das heißt, wir müssen eine Dekon durchführen und das in der Masse zu organisieren, das sind solche Medien natürlich interessant. Und natürlich überlegen wir uns sowas vorher, aber auch da immer die Frage, naja, wie viele Erfahrungswerte haben wir denn in der Geschichte? Ja? Wann ist das in Deutschland passiert? Und trotzdem müssen wir uns darauf vorbereiten. Ja? Also das ist natürlich ein Stück Theorie, ein Teil Vorbereitung. Aber Sie haben natürlich recht, wir sind alle keine Kommunikationsprofis, so wie Sie das sind. Wir sind Feuerwehrleute, das wollen wir auch bleiben. Aber natürlich gehen wir da strategisch ran und bereiten uns da auch also strukturell darauf vor, klar. Okay. Rück, herzlichen Dank. Gerne. Münster. Dankeschön. Auch vielen Dank.